Hallo ihr Lieben, heute soll es bei mir ganz schnell gehen, deswegen zeige ich euch heute einen einfachen Erdbeerkuchen und komme dann auch zu den Zutaten dazu. Für den Teig habe ich erstmal 3 Eier mit ein Päckchen Vanillezucker und 200 Gramm zuckercremig geschlagen. Also die Farbe von den Eiern muss sich so richtig ändern, das muss heller werden und cremiger werden. Erst dann habe ich 250 Gramm Mehl mit 1 Teelöffel Backpulver vermischt und nach über die Eimischung gesiebt und den Teig vorbereitet. Ihr habt immer ein besseres Ergebnis, wenn ihr das Mehl über die Eimischung siebt. So wird der Teig richtig fluffig und locker. Ich habe hier überhaupt keinen Mixer benutzt. Ich vermische das Ganze mit einem Rührbesen. Erst nachdem ich das Ganze schön miteinander vermischt habe, habe ich 200 ml Sahne hineingegeben und das Ganze wieder mit dem Rührbesen vermischt, glatt gerührt. Dann kommt der Teig in eine Backform hinein. Es ist völlig egal, was für eine Backform ihr nehmt. Ich habe eine Auflaufform genommen und mit Backpapier ausgelegt. Den Teig gebe ich jetzt in die Form hinein und wir brauchen Erdbeeren. Ich habe so ungefähr 500 Gramm Erdbeeren genommen. Ihr könnt natürlich auch mehr nehmen. Die Erdbeeren habe ich gründlich gewaschen, die Stiele abgemacht und in dünne Scheiben geschnitten. Ihr könnt die Erdbeeren auch nur halbieren, je nachdem wie groß die sind, müsst ihr einfach gucken, ob ihr die halbieren oder in 3-4 Stücke schneiden möchtet. Es ist alles euch überlassen. Meine Erdbeeren waren sehr klein, deswegen habe ich sie einfach halbiert und verteile die jetzt über den Teig. Übrigens könnt ihr diesen Kuchen auch mit anderen Früchten machen. Ihr könnt zum Beispiel Blaubeeren nehmen, würde auch super passen, oder Himbeeren. Jetzt kommt der Kuchen im vorgeheizten Ofen bei 170 Grad in den Ofen für ca. 40 Minuten. Es kann sich aber je nach Ofen unterscheiden. Guckt einfach und holt das dann erst raus. Ihr könnt einfach mal mit einem Zahnstocher eine Probe machen, ob der auch durch ist. Nachdem der Kuchen raus ist, habe ich den reichlich mit Puderzucker bestreut und nehme das aus der Form raus und werde den Kuchen einmal für euch anschneiden und probieren. Ihr könnt hier schon sehen, wie fluffig und weich der Kuchen war und durch die Erdbeeren war das richtig saftig. So, ihr Lieben, das war es dann heute auch von mir. Ich hoffe, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Probiert das unbedingt aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder und sage Tschüss.